Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Metro 2033. Es geht an die frische Luft heute in Metro und ja, ein Ladebildschirm wartet uns noch. Als wir zu den Ruinen Moskaus kamen, empfand ich Angst und Trauer. Aber nach einem Leben im Untergrund sah ich auch endlich die seltsame Schönheit des Himmels und der Landschaft. Das ist die tote Stadt, grunzte Bourbon. Willkommen zu Hause. So, wir waren gerade beim Market, im Markt und sind jetzt auf, es geht weiter, jetzt diesmal über die, durch die. Und jetzt ganz vorsichtig. Durch die Oberfläche, ja natürlich durch die Oberfläche. So, nee, an der, treffen wir schon auf einen glücklichen Bürger. Wunderbar, da gibt er Geld und dann Munition. Stalker, diese irren Teufel kommen fast jeden Tag an die Oberfläche. Suchen nach Schrott, Mung, alles, was sie ausgraben können. Alright. Manchmal findet man die Toten steif gefroren, wie Schneemänner. Da ist ein Schlüssel drin. Pass auf, ich hol mir den Schlüssel. Vielleicht findest du ein Lager. Oft bauen die sich an der Oberfläche. Was war das denn? Nur für den Fall. Okay, ich habe Schlüssel gefunden. Wahrscheinlich werde ich jetzt wieder an dem Schloss, wo der Schlüssel passt, vorbeilaufen, weil ich ein kleiner verwirrter Junge bin, ne? Was so wie das letzte Mal. Ah, ein Filter. Den können wir bestimmt noch gebrauchen. Alter, macht er mega den Moonwalk hier. Klasse. Okay, ich habe schon alles eingesammelt. Ich bin schon bereit. Loszugehen. Ja, gut, okay. Warte. Huh! Ups. Ja, hier war eine Falle, ne? Bourbon, hier war eine Falle, aber ich habe sie ausgelöst und mit meinem Leben entschärft. Ich bin so schreckhaft heute. Ja. Ne, Moment, ich möchte als erstes hier mal noch ein bisschen Zeug einsammeln. Weil, nämlich. Wunderschön. Die Aussicht ist atemberaubend. Alter, schon wieder eine. Ich habe noch eine Falle gefunden, ich hab's auch entschärft. Okay. Wo bin ich? Hier gibt's. Ah, hier ist der Safe. Yes! Awesome! Yay, das war ja super. Okay, hier gibt es aber noch ein Buch, ne? Für alle, die Bücher lesen gerne. Für die hat sich's gelohnt. Na gut, okay, wir haben einen Filter gekriegt, aber ja. Yeah, whatever. Gut, jetzt darf ich den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Wunderbar. Aber ich hab's geschafft, den Schlüssel. Ich hab's geschafft, zwei Fallen zu entschärfen. Professionell natürlich, ne? Und den Schlüssel für den Safe. Beziehungsweise das richtige Schloss zu finden. Wir müssen den Luftschacht erreichen, damit wir zur trockenen Station kommen. Dann trennen wir uns und du bekommst meine AK, wie versprochen. Ah, wir hatten das gesagt. Okay, na gut, ich nehme gerne deine AK. Wenn du die nicht mehr brauchst. Okay. Versteck dich, Junge. Oh, da hinten. Bleib versteckt. Wenn wir der Bestie im Freien begegnen, dann kriech in die nächste Spalte. Manche nennen sie Dämonen. Ich nenne sie Mistkerle. Alright. Das ist die tote Stadt. Willkommen zu Hause, Artyom. Okay, du machst das schon, ne? Ich fang dich auf. Also das nenne ich nun wirklich Pech. Ja, das war totales Pech. War das geskriptet, oder? Okay, ich muss. Du musst außen rumgehen, Artyom. Ich finde schon einen Weg. Sonst wirst du verstrahlt. Ich finde schon einen Weg. Gebäude? Dein Ziel ist ein Schacht im Hinterhof, der führt zur trockenen Station. Ich warte im Gebäude auf dich. In der oberen Etage ist ein Ranger versteckt. Beeil dich. Was ganz okay. Achso, ich soll nichts. Ich hab jetzt mal wieder nicht zugehört. Oh.
Das ist natürlich nicht so gut. So. Wir sollen M drücken, um... Halte M gedrückt, um Kompass zu benutzen. Ja. Alles klar. Okay, kann das wieder bitte? Okay. Gut. T-Filter tauschen. Ja. Ich bin auch noch gar nicht bereit dazu. Was ist das für eine Waffe? Ist das so ein Luftgewehr? Ne, das ist eine Schrotflinte gewesen. Aber die ist mit einem Laser-Dings. Ja gut, okay, eine Schrotflinte mit Laser. Ich weiß jetzt nicht, ob das so geil ist. Oder ob man das... Hallo. Kennen wir uns? Mein Name ist Atjom. Okay, er geht einfach. Na gut, dann tschüss, mach's gut. Von dem Typen hier genascht, oder was? So, der Mistvieh, komm her jetzt. Ich mach dich jetzt kalt. Oh. Okay, hier ist einiges los an Viechern. Wo kam der denn jetzt überhaupt her? Alright, pass auf. Über mir. Ich kann mich erinnern, dass ich, als ich das erste Mal gespielt hatte, da war ich ja noch ein kleiner, junger Hüpfer, ne? Da war ich noch klein und dumm. Da hatte ich mega Schiss vor dem hier. Ich rette hier niemanden. Ich rette nur mich selbst. Ich bin egoistisch. Ich bin Einzelkämpfer. So wie der. Sind wir schon zu zweit. Oh! Ah, da kommt, da ist ja noch einer. Ich habe jetzt so das Gefühl, die halten jetzt weniger aus, ne, wenn ich alleine unterwegs bin. Wahrscheinlich bilde ich mir das auch nur ein. Okay. So, Toilette gibt's eigentlich immer was, aber hier ausnahmsweise mal nicht. Oh. Hallo. Ja, ich weiß, dass ich ziemlich Schiss hatte hier. Das war schon ziemlich gruselig, ne? Ich hätte es mal gedacht, da habe ich mich auch total hier reingefühlt. Ich hätte es mal gedacht, hier kommt gleich ein Monster um die Ecke, ne? Auch eine richtig gute Atmosphäre hier. So. Hier liegt noch was. Medizin. So, wo soll ich jetzt hin? Soll ich hier runter? Bin ich hier richtig? Weiß nicht. Frag mal den Typen da vorne. Ach, ich hab schon genug. Ach Gott, ich hab schon genug dabei, ne? Ich kann gar nichts mehr aufnehmen. Oder meint er das Gebäude jetzt? Mit der Ranger-Station. Oh. Oh. Ja, ich gehe einfach mal hier. Hallo. Wissen Sie was von irgendeiner Ranger-Station hier? Müssen wissen, ich bin neu hier. Ich kenne mich hier noch nicht so gut aus. Oh! Das ist jetzt nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ich glaube, ich habe zu viele angelockt. Shit! Ei! Lass mich in Ruhe. Ich kann... Öffne die Tür. Okay. Zwischensequenz. Hinter mir sind auch 50.000 von denen. Mach die Tür zu. Da sind auch mehr. Ne, die haben gesehen... Die haben gesehen, wie ich den gekillt habe. Ne? Dann haben die sich gedacht... Wow. Mit dem legen wir uns nicht an, ne? Das ist immer so die beste Taktik, die Gegnerverwirrungstaktik. Selber nicht wissen, was man tut, aber dann irgendwie instinktiv doch das Richtige machen. Das ist, die Verwirrungstaktik. Das ist auch die Taktik, die ich eigentlich immer verfolge. Und sich verlaufen. Das ist auch meist das... Gehört auch immer dazu.
Ach, guck mal, hier ist noch eine Gasmaske, die ist aber kaputt. Aber einen Filter nicht gekriegt. Okay. So, ich denke, ich würde ja mal sagen, dass das eigentlich eine ganz gute Ausbeute war, ne? Für die Folge bisher schon. Wir hatten... einen Spielplatz. Hallo, ich habe hier ein Gewehr. Ja, wie gesagt, ich würde fast sogar sagen, das war schon wieder dieser Schwarze, dass das eine ziemlich gute Ausbeute war. Einmal von diesem Fliegedings da mitgenommen, von diesen Dämonen mitgenommen worden und zwei Fallen professionell entschärft, ne, so wie das auch die professionellen Bombenentschärfer machen. Die laufen nämlich auch normalerweise einfach so in die Sprengsätze rein. So, ich verstecke mich mal hier drin. Alright. Oh Gott, da sind voll viele unterwegs von denen. Das ist nicht gut. Nicht gut. Bourbon, bist du das? Bourbon. Bourbon, ich komme zu dir. Ich will hier nicht allein rumlaufen. Ich brauche Begleitung. So, wenn ich wüsste noch... Wie habe ich denn nochmal die Taschenlampe angemacht? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie man die Taschenlampe aktiviert. Und ich glaube, ich muss auch die Batterie aufladen. Aber keine Ahnung, wie das funktioniert. Weil wenn ich hier an die Wand laufe... Ja. Habe ich irgendwie sowas Grünes. Aber ich glaube, das stimmt nicht, so wie ich das mache hier. Naja. So, wo geht's denn hier weiter? Ich bin mir nicht sicher, wo ich lang muss. Ich weiß es nicht. Aber das gehört alles... Ich glaube, ich muss da durch die Fenster durch. Aber ich glaube, das gehört alles zu meiner Taktik dazu, ne? Habe ich ja vorhin schon erklärt. Also wisst ihr schon ungefähr Bescheid, ne, was ich mache. So, ich glaube, wenn ich jetzt hier lang gehe, dann werden die mich alle killen. Verhalte ich einfach ganz normal. Ich gucke nebenbei mal auf den Kompass. Ich glaube, ich muss in die Richtung. Ich gucke, ob ich mich hier vorbeischleichen kann. Okay. Der hat mich jetzt nicht gesehen, der Kerl. Oh, ich glaube, ich muss da hinten lang. Ah. Okay, ich glaube, das ist das Zeichen, dass sie mich gesehen haben. Ja, das ist auf jeden Fall das Zeichen, dass sie mich gesehen haben. Und das Zeichen, dass sie jetzt hier reinkommen und mich töten wollen. Aua, ich steck fest. Ich steck in der Straßenlaterne fest. Ah, hier runter, hier runter, hier runter, hier runter. Aua! Aua, nein! Oh, ich hab's verpasst. Komm ich nochmal raus? Ich komm nochmal raus, ne? Aua, 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 aua. Yes. Gott im Himmel. Verpiesel dich. Ich nehme das Zeug mit. Filter tauschen. So viel zu tun. Oh. Oh Gott. Hier kann man sich auch noch verstecken. Gut. Nein. Nein. Verschwind. Will ich nicht. Okay, pass auf. Irgendwie... Wo geht's... Hä? Ich bin falsch. Ich muss wieder zurück? Nee, ich muss da hoch. Ich muss da hoch irgendwo. Ach, hier rein wahrscheinlich. Ja, hier oben. Ja, perfekt. Puh, ha. Hier ist eine Falle, ne?
Okay, ich werde aber... Das ist jetzt auch wieder Alkapsulator-Logik, ne? Ich werde als erstes... Ich sehe die Falle und werde natürlich als erstes woanders hingehen. Hab vergessen, die Waffe nachzuladen. Werde als erstes woanders hingehen und werde diese Falle hundertprozentig vergessen. Oder es geht... Vielleicht geht es doch irgendwo lang. Keine Ahnung. Kann ich das nicht kaputt machen? Ah, hier. Puh, ha. Okay. Hier war auch eine Falle, habe ich gerade gemerkt. Okay. Die habe ich gar nicht gesehen. Wo war die denn? Das ist ja mega fies hier. Irgendjemand betätigt die Klospülung. Hier ist noch eine Falle. Moment mal. Wo ging es denn jetzt dahin? Hä? Wer spült denn hier die ganze Zeit die Toilette? Ich habe die schwere Ausrüstung genommen, bin nach Norden zur Messestation gegangen. Die haben riesige Probleme mit unseren alten Freunden. Wenn ich in ein paar Tagen nicht zurück bin, versammle unsere Männer und sag dem Oberst Bescheid. Viel Glück! Alter. Da hat jemand Spaß. Aber. Okay. Gut, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann geht's weiter, dann geht's da hinten lang. Da, wo wir eigentlich auch hin sollen. Bourbon schießt um sich. Und ich habe die Vermutung, dass er wahrscheinlich auch die Klospülung die ganze Zeit betätigt hier. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir noch eine positive Bewertung. Würde mich auf jeden Fall freuen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss.